Ja, hallo Leute. Folge von Knistermister. Mir ist gerade noch was eingefallen. Hängt damit zusammen, dass wir ja so ein Key-Desk-Go-System auf dem Motorrad haben. Und das hat eine Tücke, weil ich muss gleich tanken. So, ich muss nicht unbedingt, aber ich könnte tanken fahren. Machen wir das einfach mal. Und so habe ich mich beim ersten Mal auch ein bisschen gewundert, was da los ist. Ich zeige euch gleich warum. Ich ab, los, mach hinne. Wir biegen mal links ab. So, wir haben ja bei uns in der Gegend hier auch eine BMW-Vertretung. Da fahren wir gerade dran vorbei gleich. Sekunde. Das ist die Firma BMW Teckenlehr. Da arbeitet der liebe Holgi Zimmermann. Oder Holger, ja, wollen wir mal. Er ist schon ein bisschen älter, Holgi brauchen wir nicht mehr sagen. Und einmal der Klaus Wolvers, da ist der Serviceleiter. Cooler Laden. Die Jungs sind gut drauf. Macht Spaß. Hab öfter mal mit den beiden zu tun. Also wirklich gute Stimmung in der Bude und macht wirklich Spaß mit denen zu arbeiten. Das mal so am Rande. Leider haben die eins nicht und das ist Motorräder. Die haben nämlich nur Autos. Für Motorräder muss ich dann extra nach Frese bis nach Oldenburg, das ist immer eine ganze Ecke. Also Westerstede ist noch kurz vor Oldenburg, das geht noch so. Es ist jetzt nicht irre weit, aber natürlich hätte man lieber einen Service vor Ort und direkt irgendwo, wo man noch wohnt. Ne? Ich habe es halt irgendwie mit roten Ampeln, keine Ahnung, aber. Sonst habe ich immer so schön grüne Wände hier und jetzt eine rote Ampel, ja, die andere. Und wie ihr wisst, bin ich immer so ungeduldig. So, kann weitergehen hier, Schall um. So. Mir wachsen hier schon Wurzeln, danke. Geiles Wetter, richtig gut. Das könnte das ganze Jahr so weitergehen. Tag, Kollege. Ja, daneben nicht, du. Hätte mir fast was rausgerutscht jetzt, aber beinahe ein sogenannter Kraftausdruck. So, dann sind wir auch gleich bei der Tanke. Das Ding ist eine Esso-Tankstelle. Da tanke ich auch ganz gerne mal. Wenn es billiger wäre noch. Hey, Alter, du willst es aber wissen. Du mag keine Motorräder, der Bautzi. So, gehen wir doch mal hier. Und versuchen wir hier ein bisschen
Kerosin in den Bomber zu tanken. So, ich halte jetzt mal hier an. So. Und im Allgemeinen macht man ja Folgendes. So, und dann macht man das Ding aus. So. Jetzt kann man natürlich auch das Ding am Killschalter ausmachen. Dann sieht das so aus wie hier. Dann hat man ja die Zündung laufen. Und dann versucht man den Tank zu öffnen. Aber wie ihr seht, keine Chance. Geht einfach nicht. Das Ding will nicht auf. Woran liegt's? Das Knöpfchen da. Aus. Und siehe da, tata, der Tank geht auf. So. Das ist wohl eine Arretierung, damit man nicht auf die Idee kommt, mit laufendem Motor das Ding zu betanken. BMW verkauft ja auch nach Amerika und sonst wohin. Entsprechend brauchen die ja auch diese Sicherheitsvorschriften, die sie alle einhalten müssen. Alter, 1,45 sind ja galoppierende Preise hier. Das ist ja wie ein Bordell hier. Dann geht übermorgen nochmal. So. Bezahlen. Säule 3. Hi, Säule 3 einmal. 3. Säule 3. Schau auf meine Finger, 3. Super, hast du eine Quittung? Perfekt. Ich danke dir. Okay, ciao. So, fertig. Da warten schon Leute. Renn, renn. Rum de bum. Rot oder nicht rot? Rot. Sonne, ne? Hatte ich ja mal erwähnt. Könnte ein Problem geben. Jo. Ja, Fastfood-Kette haben wir auch. Es kommt demnächst sogar noch eine zweite dazu. Ja, die andere, genau. Die mit dem B und K. Man kann auch nichts erkennen. Furchtbar. Ah, weiter. Jo. So Leute, was noch einer, grüßt der wenigstens. Ja, aber auch nicht viel. Ja, ich würde mal sagen, ich drehe meine Runde nochmal. Und dann sieht man sich später. Bis dann, ciao.